Einsatzleitung. Wir haben einen Kristallenergieknoten in Ihrer Nähe entdeckt. Mein Team übernimmt das, Carver. Betrachten Sie es als erledigt. Betrachten Sie es als erledigt. Der haut immer auf die Scheiße, der Weaver, ne? Der weiß doch gar nicht, ob ich überhaupt dafür Zeit habe. Kalle, hast du den Zaun jetzt einfach abgerissen? Einfach den Abzug drücken, wie im Western. Ja. So. Ich hoffe jetzt mal ganz einfach. Dass mein Laberflash in Runde 2 nicht über eine Stunde ging. Denn ich kann nur eine Stunde am Stück aufnehmen. Geronimo! Ich bin gerade am Überlegen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich wollte euch doch nicht erzählen, dass Elotrix ein ganz hässlicher Mensch ist. Weil das ist ja nichts. Er wirft mit Kacke. Er wirft mit Kacke. Ins Gesicht, Junge. Ich habe ein paar schlechte Nachrichten für Sie. Aber ich weiß noch nicht mal. Meint ihr, das ist es dramatisch mit dem Schalldämpfer hier? Ich meine aus Erinnerung, dass sie sowieso nicht so der Killer war. Also im Vergleich zur Kav, meine ich, war die ja eher pizzimizzi, ne? Ich habe die auch mal in Warzone gespielt, da fand ich sie super. Da habe ich auch den zweiten Platz im Battle Royale gemacht. Hab's nur wieder zum Ende hin versaut. Ich weiß nicht, Battle Royale, ich krieg's einfach nicht auf die Kette. Ja, also ich krieg die Solos besser auf die Kette als die Team Battle Royals, weil ich Freunde hab, die zwei Sachen können. Drei. Wasser, Brot und groben Unfug. Und nur letzteres machen sie, ohne dass man sie zweimal drum bitten muss. Kaputt. Jetzt ist kaputt. Naja, also, das war jetzt auf Distanzen hier so ein... Tja, das funktioniert. Sogar der Headshot funktioniert. Wie geht's dann so? Zack. Neue Tarnung. Sag mal, ist da gerade einer mit dem Moped rumgefahren? Ich glaub's ja nicht. Wir sind Runde 4? Wie haben wir denn Runde 4 geschafft? Waren wir schon Runde 3? Ich krieg heute gar nichts mit. Aber jetzt sollte eigentlich keiner mehr spawnen können. Es sei denn, irgendwelche Freunde von mir, die sehen das und sagen sich dann, yo, da hab ich Bock drauf. In Runde 4 möchte ich nochmal nachspawnen. Was habe ich eigentlich vor? Ich sollte mal eine Belohnung anmachen. Da, schon wieder Geheimdaten, die ich gar nicht kriegen kann. Und dann so ein Scheiß. Mehrfachabschüsse. Okay, hab Schmetterexplosion drauf, da könnte das klappen. Nur worauf wollte ich hinaus? Erzählen, dass Elotrix ein hässlicher Mensch ist. Das macht man ja auch nicht. Dafür kann der Kerl ja nichts. Ne? Für seine Gene.
Auf der anderen Seite, wenn er öffentlich seine Knollennase in eine Kamera hält, was soll ich das so sagen, Judennase, obwohl das stimmt ja nicht, Juden haben ja nicht so eine Nase. Müsst ihr euch mal reinziehen. Judentum ist ja nur eine Religion. Ne? Ihr könnt zum Rabbi gehen. Der schnippelt euch dann ein bisschen was von eurem Penis weg. Und dann konvertiert ihr ganz gelassen zum Judentum. Und ich finde schon echt. Seid ihr Jude. Ne? Ihr müsst ja nicht dann hier noch zum Schönheitschirurgen und dem dann erzählen, hör mal, ich will zum Judentum konvertieren, mach mir mal so eine Nase, wie Elotrix sie hat. Na, deswegen. Also weiß ich nicht. Deswegen, also Elotrix hat eine Knollennase. Na. Judennase wäre wirklich eine Beleidigung. Ich mag die Juden. Ich mag die Juden. Ich mag die wirklich. Das Volk hat 2000 Jahre lang für allen Scheiß die Schuld bekommen. Was jetzt? Hier zu zweit oder was? Einfach den abzudrücken, du bist. Wisst ihr, und da sagen die einfach, da haben wir keinen Bock mehr drauf, ne? So, und da hauen die den Palästinensern aber auf die Fresse, bis sie lachen. Ne? Und ich finde, die Palästinenser, die sind wieder so scheiße doof, weißt du? Die hocken da im Gazastreifen, ne? Haben von irgendeinem, weißt du, das ist auch wieder so lustig, die Hamas, weißt du? Das Volk ist am Verhungern, die haben nichts, wo sie pennen können, weil klar, Hamas muss ja immer da den Breiten markieren, gegen die Israelis. Die militärisch von den USA unterstützt werden. Weißt du, da kannst du Klitschko auch gegen Dreijährigen in den Ring schicken und sagen, pass auf den Kleinen, pass auf dein Knie auf, der Kleine hat einen starken rechten Haken. Ne? Für die, die es nicht kapiert haben, die Palästinenser sind in dem Vergleich der Dreijährige. Na? Und die Juden sind Klitschko. Ne? Hör mal, die werden militärisch von den USA unterstützt. Ich war mal in Tel Aviv. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Stadt, die hat schon eine richtig geile Skyline. Also, wer New York schon cool findet, der sollte sich mal Tel Aviv angucken. Denn Tel Aviv hat dabei auch noch dann so einen geilen Strand. Ne? In Tel Aviv sehen die Frauen aus, wie sie halt aussehen im Nahen Osten. Aber die haben keinen bescheuerten Scheuerlappen über der Rübe. Ne? Ich habe eine Freundin, die studiert Islamwissenschaften. Ne? So, und dann habe ich die mal gefragt, hör mal, wie sieht das eigentlich aus? Ne? Steht das da wirklich bei euch? Also bekommt ihr wirklich hier vorgeschrieben, von wegen, ihr müsst euch da so einen hässlichen Scheuerlappen über die Rübe ziehen. Wie euch das gefällt, ihr Arschgeigen. So, und da sagt die, was ein dummes Zeug, ne? Das steht an keiner Stelle irgendwo im Koran. Und sie selber trägt auch keins. Obwohl sie... Willkommen auf unserer Party, Bruder! Ich hätte jetzt bald gesagt, Islamistin ist. Aber Islamist ist ja nur, wenn einer eine Pfanne hat. Sie ist Muslima.
Ne? Allerdings ohne hässlichen Scheuerlappen über der Rübe. Ne? Und ich kann das sowieso nicht ab. Weißt du, alles, was so, was dann da. Weißt du, soll jeder machen, was er will, ne? Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt, der dir sagt, hör mal, wenn du in den Himmel willst, dann trag gefällig so einen hässlichen Scheuerlappen über die Rübe. Kann ich mir einfach... Maximale Munition. Das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher muss ich ganz einfach davon ausgehen, dass da wieder irgend so ein Typ mit schwachem Selbstwert... Scheiße, das ist wieder so ein Aktenordner drauf. Toll, ich habe keine Ausrüstung. Kriege ich heute die Mega-Aufgaben hier. Was? Mach keinen Scheiß, ich muss hier... Darf nicht getroffen werden. Yippie-yay, du Schweinebacke. Yippie-yay, genau. Oh, Hund! Wer schreit denn hier wieder? Ja, komm, dann kann ich auch den fucking Drachen machen. So, von daher muss ich ganz einfach davon ausgehen, dass da irgend so ein Islamisten-Heini, ne, auf die Idee gekommen ist, ich will nicht, dass Frau angeguckt wird von anderen Mann, ne? Wo du bleibst. Oh, ja, sehr, Alter. Der Vollständigkeit halber. Sie sagte, es gibt eine Geschichte im Koran. Ne? Und da war der Prophet Mohammed, oder wie er heißt. Ne? Und damals gab es ja noch die Sitte, dass man sich Sklaven gehalten hat. So, und da waren Ehefrauen nicht wirklich von Sklaven zu unterscheiden. Weil der Lumpenstil damals wohl ziemlich verbreitet war. Ja? So, und da hat Mohammed oder irgendeiner hat den Propheten gefragt, weiß der Schinder, was weiß ich, wie so ein Quatsch da zustande kommt. Ja? Hat er gefragt, kann ich nicht was tun, damit meine Frau nicht andauernd für eine Sklavin gehalten wird? Ne? Was ich dann durchaus nachvollziehen kann. Also ich möchte auch nicht, dass irgendeiner hergelaufener meine Frau als für eine Sklavin hält. Ne? Wer möchte das schon? So, und da hat der Typ gesagt, okay... Einfach den Abzug drücken. Darfst deiner Frau doppelte Punkte als Zeichen, dass er keine Sklavin ist, einen Scheuerlappen über die Rübe ziehen. Ja? Als sie mir das erzählt hat,
hab ich mich gefragt, warum hat der Typ nicht gefragt, ob ich nicht der Sklavin den Abzug drücken, wie einen Scheuerlappen über die Rübe ziehen kann. Weißt du, dass meine Frau nicht so einen Dreck tragen muss, aber wie auch immer, hat der Typ wohl nicht dran gedacht oder was? Naja. So, und daher kommt der Brauch, einen Scheuerlappen über die Rübe zu ziehen. Na. So, da wir aber in der heutigen Zeit aus irgendwelchen Gründen das Brauchtum, Sklaven zu halten, abgeschafft haben, sagt sie, ist auch der Scheuerlappen absolut überflüssig. Hallo. Warum ich das mache, fragt mich nicht. Ein Tomahawk. Oh, der ist ja noch besser, der ist ja Stufe 4. Verdanke ich Ihnen das? Ja. Wer schreit denn da so? Also ich find's nur witzig, die Typen, die drücken sich an eine Pommesbude eine Currywurst rein, ne? Aber die Frau soll Kopftuch tragen. Oder die soll Jungfrau sein, ne? Allein dieses Dingen, weißt du, das stimmt ja auch nicht, ne? Man, allgemein hin wird behauptet, hier diese Märtyrer, die sich hier in die Luft sprengen, die glauben, dass sie damit mit 70 Jungfrauen belohnt werden. Mag sein, dass es da ein, zwei Idioten gibt, die sich aus diesem Motiv in die Luft sprengen. Aber da muss ich doch auch schon sagen, jetzt mal ohne Scheiß, wer will denn 70 Jungfrauen haben? Wenn der mir sagen würde, 70 Pornodarsteller, dann würde ich sagen, ab dafür, lass knacken, ne? Machen wir. Aber 70 Jungfrauen? Was soll ich mit Jungfrauen anfangen? Ne, vor allem, die sind ja dann Ewigkeit dauert lang. Ne? Wenn die dann keine Jungfrau mehr ist, kommt die dann weg oder was? Ich kriege ja keine neue, oder? So, irgendwann habe ich dann die 70 Jungfrauen aufgebraucht. Und dann? Hatte ich schlechten Sex und keine Frauen mehr da. Ne? Aber eine Pornodarstellerin, die ist und bleibt eine Pornodarstellerin. Da passiert nichts. Na? Und ich habe guten Sex. Na? Ich möchte der alten Donne nicht erklären, wie sie den Pimmel im Mund zu nehmen hat. Na? Da habe ich einfach keine Böcke drauf. Na? So. Na? So, und ich habe in der Regel auch keine Angst davor, dass meine Frau fremd geht. Wenn sie das macht, wird sie ihre Gründe haben. Kann man zwei Routen fliegen. Ich weiß, ich bin schon legendär, aber was soll der Geiz? Zuck. Zuck. So, und dann gucken wir mal, was es da Legendary gab. Auf Duga waren wir noch nicht, oder? Ich glaube nicht, ne? Ja, kann mich nicht daran erinnern. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich in Runde 3 war. Von daher. Komm zu Papa! Maximale Munition! Psychotroper Donner. Finde ich erstmal gut. Alles, was psychotrop ist, finde ich gut. Oh.
Kaffee. So, was fehlt da noch? Ach, alles fehlt noch. Ja, komm. Fahren wir die Horde. Ja, ja. Rüstung kann ich noch nicht. Ich finde schon Action. Wie bin ich denn jetzt wieder auf die Islamisten gekommen? Mal sehen, wie euch das gefällt, ihr Arschgeigen. Mein Gehirn macht heute wieder Sprünge, die ich selber nicht verstehe. Aus irgendeinem Grund habe ich doch... Nicht, dass Alatrix ein Islamist ist, ne, aber... Wie werde ich denn gehandelt? Also ich mag es mit Schalldämpfer. Ich glaube, der bleibt so. Auch hier mit dem Visier. Das passt alles. Das ist alles gut so. Immerhin spiele ich schon bis Runde 4. Und da kommt Verweigern. Ach so, das ist die Hauptaufgabe. Ja, die will ich nicht. Die Bastarde sind schlauer als erwartet. Sie nähern sich. Wir schaffen es nicht mehr zum Evakuierungspunkt. Das darf nicht unbeantwortet bleiben. Die Drache! Was haltet... Ne, ich habe mir extra hier die Port Nova Ding geholt, weil da 2400 CP Points drin waren. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, das einzige, was ich richtig episch finde in dem Bundle von Viva, Alter, blaue Kacke hast du auf mich. Getroffen. Doppelt hackt. Sind zuverlässig. Bonuspunkte. Ja, komm mal her, du Hübschen. Immer schön ins Gesicht. Wo ist meine Belohnung? Kommt ja auch noch dazu. Da waren zwei Blitze und... Tatsache. Okay. Dann eliminiere ich alle Bedrohungen.
meine Fresse, das ist aber ja. Zufallsextra. Ein Geschütz. Jut, jut, jut. Ich finde schon ein Eckchen. Wo war ich stehen geblieben? Ach so. Im Weaver Bundle. Erstmal der Operator Skin. Ist jetzt nicht so prickelnd. Und aus irgendeinem Grund hat Weaver da eine sowjetische Uniform an. Ich sehe ihn ja. Dann glaube ich, ich wäre maximal verwirrt, wenn ich mit dem Weaver-Skin spiele. Ich mach das jetzt einfach. Was soll das? Wo bleibt die verdammte Kavallerie? Ich glaube, da ist keiner mehr da. Zeit ist abgelaufen. Kehren zur Basis zurück. 1-2. Kommando Ende. Was war das? Kaboom. Ja, da guckst du doof, ne? Du Schweinebacke. Da immer noch nicht. Mach mal jetzt fertig da. Willkommen auf unserer Party, Bruder. Also so ein Megaton machst du wie Butter. Artillerie in Bereitschaft. Wie Butter geht der weg. So, was hat der in seinem Dings? Eine hässliche XM4 ist da drin. Volle Kraft. Das hatte ich jedenfalls gesehen, dass da eine hässliche XM4 ist. Dann glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. MP. Aber auch nicht wirklich hübsch. Und dann noch ein Skin für die Armbrust. So. Bei der Armbrust steht dabei, ich kann Proben aus der Entfernung nehmen. Wenn dem so wäre, oder wenn dem so ist, warum sollte ich Proben aus der Entfernung nehmen wollen? Nein. Tal muss geschlossen und die Verseuchung eingedämmt werden. Bringt sie zum Äther. Warum das denn?
Komm auf unsere Party, Bruder! Ich hab was schlechter Nachricht. Alter, muss der da vom Pfeiler langlaufen? Jetzt ist ja ganz easy. Niemand wird sich uns widersetzen. Hab ich gerade. Willkommen zurück. Der Kristall ist Geschichte, Carver. Gute Arbeit. Das Niveau der Ethereum-Verseuchung geht in der gesamten Region zurück. Zumindest fürs Erste. Das Signal ist da. Aktiviert es, wenn ihr bereit seid. Sollen wir nochmal eine Tarnung machen? Komm, wir machen nochmal eine Tarnung. Bevor ich zur Anomalie gehe. Beziehungsweise ich kann ja auf dem Weg zur Anomalie nochmal eine Tarnung freimachen. Auf jeden Fall hier Weaver Skin. Ne? Also der Weaver Skin an sich. Jetzt nichts Besonderes, ne? Halt einer mit einem Pflaster auf dem Auge. Noch nicht mal irgendwie so eine coole Augenklappe oder so, weißt du? Einfach irgendwie so ein Wattepad. Weißt du, als wenn er Bindehautentzündung hat, wie so ein Dreijähriger. Also. Nix, wo man sagt so, boah, cool. Der einäugige Willi, weißt du? Eher so mitleidig, wo man sagt so.
Ich hab zwar schlechte Nachrichten. Wie geht's denn so? Sauber. Da ist er auch schon. Jut, 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 jut. Ihr habt ja recht, ihr habt ja recht. Ich kann auch noch in Runde 5. Kann ich ja auch noch. Obwohl, ich müsste jetzt eigentlich nur noch 40 Freaks hier wegrubbeln. Komm, die machen wir auch noch und dann ist das gut. Dann quäle ich euch auch nicht mehr. Oder? 2 habe ich. Das ist die Kugel. Was will ich mit der Kugel? Ich weiß es nicht. Ich habe 73.000. Und ich weiß es nicht. Wir gehen weiter und gut ist. So. Punchen ist nicht. Was ist hier? Ja, komm. Das nehmen wir. Das lassen wir. Komm, ich könnte ja mal hier schneller nachladen. Kostet nur 5.000. Das ist das Einzige, wo ich sage, so, ist vielleicht gar nicht mal verkehrt. Ja, das ist gut. So. Komm, mach mal ein bisschen Zeitsägen. Ich muss mal eben pinkeln. So, da ist er wieder. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Sogar.